Rote Zacken, die Landeinwärtsreise. Das ist die Basislinie. Prima. Wie wird eine solche Basislinie konstruiert? Wie merkt man das? Was ist das? Das ist eine Verbindung an der Küste, die überall einzige Abschneidung. Also bei LAT, wo das Wasser an die Linie platscht, die Nulllinie. Ihr fahrt am Tonnenstrich. Dann stellt ihr keine Gefahr mehr dar. Mit einem großen Seeschiff kann ich nicht dichter als 40, 50 Meter an die Tonne rein. Der Sog würde die ganze Kettenkonstruktion rausreißen. Es gibt keine Überholersituation mehr. Der Punkt soll dort den Kreis berühren und dort den zweiten Messpunkt. So ungefähr muss das aussehen. Das ist der neue Kurs. Von vermutlich mehr als 50 Meter Länge. Auch unter 50 dürfte er so fahren. Eigentlich soll er so fahren. In Fahrt. Kann man Fahrt durchs Wasser erkennen oder nicht? Kann man nicht sagen. Jetzt kommt das dazu. Manövrierbehindert. Weil er manövrierbehindert ist, kann man jetzt sagen, dass er Fahrt durchs Wasser macht. Manövrierunfähige, manövrierbehinderte und fischende Fahrzeuge. Bei denen bedeuten die Seitenlichter und das Hecklicht, Achtung, ich bewege mich auch. Ihr seht mich von links, von rechts, von vorne, von hinten. Bei allen anderen kann man es nicht erkennen.